Hallo Leute und will. Ja, komm. Jetzt muss ich das Mikrofon hin. Hier. Komm zurück zu Let's Play Paper Mario 64. Brief an Merlin Toto, Gumpapa, Gummafel, cool. Ich würde sagen, wir geben erstmal die ganzen Briefe. Oh, das ist er. Danke, dass ihr ihn für mich gefunden habt. Ich bin so erleichtert. Eigentlich suche ich auch noch nach zwei weiteren Briefen, die ich verloren habe. Es war nicht meine Schuld. Ehrlich, wenn ihr sie findet, würdet ihr dann... ich danke euch vielmals. Ja, viel Spaß mit dem Brief hier. Oh, wunderbar. Das ist einer von denen, die ich versehentlich verloren habe. Vielen herzlichen Dank. Aber einer fehlt mir leider noch immer. Wenn es irgendwie möglich ist, darf ich nochmals um deine Hilfe bitten. Ich drehe hier wirklich jeden Stein um, aber bis jetzt hatte ich noch kein Glück. Brief. Viel Spaß. Der letzte Brief. Du hast ihn gefunden. Jetzt habe ich die ganze Post, die ich verloren habe. Zumindest die von heute. Und nochmals herzlichen Dank. Du bist ein wahrer Lebensretter. Ich wünschte, ich könnte irgendetwas für dich tun, um das wieder gut zu machen. Eigentlich, um ehrlich zu sein, bin ich gleich wieder da. Nein, das meinte ich natürlich. Ja, das meinte er natürlich eigentlich nicht. Habe ich nicht nur auf dem Klippenberg Briefe verloren? Ich glaube, dass wir während des Fluges über dem gesamten Königreich welche abhanden gekommen sind. Tja, weißt du, du bist ziemlich gut im Finden von Briefen. Würdest du während deiner Reise wohl ein Auge für mich offen halten? Als Gegenleistung biete ich dir meine... Ja, sicher. Jetzt habe ich wie auch immer... Ach, komm schon, geh an. Komm schon. Ja, jetzt hatte ich gerade aus Versehen das Vollbild ausgeschaltet. Wie auch immer, keine Ahnung. So dass, ja, Fraps die Aufnahme beendet hat. Ja, na, immer doch. Oh, gepriesen seien die Sterne. Der Gedanke, all die Briefe alleine suchen zu müssen, war nicht besonders schön. Ich werde dir helfen, wo ich nur kann. Hallo? Ja, jetzt steckt der Emulator irgendwie fest. Jetzt nicht mehr. Sollst es nicht bereuen. Paracarry gehört zum Team. Drücke C nach unten, um ihn Mario ein Stück tragen zu lassen. So kann Mario kurze Abgründe überqueren, über die er selbst nicht springen kann. Im Kampf kann er mit Luftangriff oder Panzerwurf einem Gegner den Hosenboden strand ziehen. Jetzt aber los. Boah, was leckt denn das jetzt gerade so? Ich hab ne Idee, bis gleich. Was soll das? Ach übrigens. Wenn ich jemand einen Brief zustellen soll, dann sprich einfach mit der betreffenden Person. Also gerade konnte ich es doch verstehen, da hat sich gerade irgend so ein Update-Fenster von was weiß ich im Hintergrund geöffnet, aber... Wisst ihr was? Es geht wieder. Ja. Allerdings musst du mich vorher als Teammitglied ausgewählt haben, sprich, ich muss an deiner Seite stehen. Vergiss das nicht, ja? Ach, sowas vergesse ich nicht. Never. Und es leckt wieder. Woran liegt das?
Ja, ich würde sagen, das geht mir ganz schön auf den Geist. Gut, dann würde ich sagen, beende ich diesen Part wieder mal an dieser Stelle. Ganz kurz, weil, wie gesagt, wenn ich sowas sehe, habe ich auch gar keinen Bock mehr. Stupwacker! Ja, wenn ich sehe, dass das so leckt, habe ich auch. Nee. Wirklich keinen Bock mehr. Deshalb sehen wir uns im nächsten Part. Und wenn das in den nächsten Parts noch so weitergeht, dann kopiere ich Emulator, ROM und Speicherdaten auf meinen anderen, besseren Laptop. Und bald, wahrscheinlich so in 2, 3 Wochen, kann ich ja auch wieder an meinen PC. Und wenn ich an meinem PC bin, dann ist wieder alles super. Ciao.